Ja, es taucht immer wieder die Frage auf, Holzkohlegriller oder Gasgriller. Meistens geht es darum, gibt es einen Unterschied beim Grillgut zwischen Holzkohlegriller und Gasgriller? Nein, es ist immer das Gleiche, es schmeckt genauso. Der Unterschied ist nur der, beim Holzkohlegriller, wie er hier ist, braucht man natürlich zum Anheizen circa eine Stunde Zeit. Was beim Gasgriller natürlich ganz einfach geht, man macht den Deckel auf, man zündet, es brennen die Gasbrenner, macht den Deckel wieder zu und in circa 10 Minuten kann es losgehen. Das klassische Grillen findet nach wie vor immer noch am Holzkohlegrill statt. Das ist eine typisch männliche Domäne, sage ich einmal. Wir wollen das, wir wollen einfach eine Stunde lang anzünden, die Kohle anzünden, dann das Grillgut auflegen. Die Kosten beim Gasgriller ist der Kauf ist teurer, dafür beim Verbrauch billiger, beim Holzkohlengriller genau umgekehrt. Auch bei den Grillern hat die Digitalisierung schon längst Einzug gehalten. Heuer neu im Programm ist der Weber Genesis 2, die Genesis 2 Serie mit 6 Flammen, ist der größte. Gibt es auch mit 4 Flammen, 3 Flammen, 2 Flammen. GBS-Einsatz, heißt kurz Grill-Barbecue-System. Und dann gibt es verschiedene Einsätze, wie zum Beispiel der Wok, gibt es Pizzastein, der Flügelhalter, setzt man rein. Man hat nebenbei immer noch genügend Platz zum Grillen. Abnehmbare Warmhalteross. Mit den neuen Fühler von Weber, da kann man zum Beispiel über Smartphone kann man sich die ganzen Temperaturen runterlesen. Man kann auch gemütlich sitzen bleiben bei seinem Bier. Man braucht nicht immer aufstehen, kontrollieren, aufmachen. Hat man alles auf sein Handy. Kommen Sie vorbei bei uns im Baumarkt Schweiz in Ipsitz, dann wird der nächste Grillsommer garantiert ein Erfolg.